Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und jetzt geht es um No Kan, die Kunst des Ausklangs, der aus dem Jahr 2009 ist, dort den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Und ich möchte euch jetzt erklären, ob dieser Film gut oder nicht so gut ist. Und das erkläre ich euch natürlich nach dem Trailer. Das Orchester wird aufgelöst. Was? Verzeihen Sie, um was geht es denn bei dieser Arbeit? Leichen aufbahren und einsargen. Unter Leichen verstehen Sie tote Menschen? Und um was geht's jetzt wirklich? Hat was mit Zeremonien zu tun. Sowas wie Hochzeiten? Oh, so ähnlich. Unser Model ist fertig. Such dir eine anständige Arbeit. No Kan, die Kunst des Ausklangs, startete am 26. November 2009 in den deutschen Kinos, hat Anfang 2010 den Oscar gewonnen für den besten fremdsprachigen Film für Japan und erzählt die Geschichte von Daigo Kobayashi, der ein junger Cellist ist und dann aber seinen Traum als Musiker aufgibt, weil die Band, in der er gespielt hat, aufgelöst wurde. Und er zieht mit seiner Ehefrau wieder zurück aufs Land, in seine Heimatstadt. Und dort sucht er verzweifelt einen Job. Und er nimmt einen an, dachte erst, weil es in der Zeitung steht, es hat was mit Reisen zu tun, also Reisen in andere Länder, muss dann aber feststellen, dass es mit einem Bestattungsunternehmen zu tun hat. Es ist quasi ein Ritual, diese Leichen vor ihren, die Verstorbenen vor ihrer Familie aufzubarren, zu reinigen, einzukleiden, und diesen Job übernimmt er dann. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihn und auf sein ganzes privates Leben. Und das ist ein Film, den habe ich wegen meinem Kollegen im Podcast bekommen, wegen Jan. Die Podcast-Folge werde ich jetzt noch hochladen dann. Und ich hatte ihn mir extra aufgehoben, weil ich gedacht habe, oh, für abends könnte der Film zu hart sein, und habe ihn mir nachmittags angeguckt, ganz frisch vor Scene Talk, vor der Podcast-Aufnahme bzw. von dem Stream. Und ich muss sagen, No Kan ist eine Wucht von einem Film. Und er hat absolut zu Recht damals gegen den Bader-Meinhof-Komplex und so weiter und so fort gewonnen, denn No Kan kann besonders eins: Emotion. Und zwar Emotion und Menschlichkeit, die ich lange nicht mehr in einem Film gesehen habe. Der Film hat eine ruhige Art anzufangen, etabliert erstmal entspannend 20 Minuten seine Charaktere, bis es dann wirklich mal zur Thematik kommt. Dann werden wir Daigo immer mehr kennen und immer mehr kennen, bis der Film Momente einschlägt, die für manche anderen ein bisschen formellhaft wirken, aber in mir etwas ausgelöst hatten, dass ich die letzten 40 Minuten quasi nonstop durchgeweint habe. Entweder stark oder mal schwächer. Es hat halt immer variiert in diesen 40 Minuten. Mal habe ich mehr geweint, mal weniger. Aber dieser Film hat mich so berührt und so zum Nachdenken angeregt über Themen wie Passion, über Arbeit. Wie nehmen wir das wahr, was andere machen? Wir kennen es ja nicht anders, wenn wir jemanden hören, der beispielsweise Müllabfuhr arbeitet. Und wir haben immer direkt ein abwertendes Gefühl. Und das ist etwas, was dieser Film versucht, einen zu hinterfragen zu lassen. Ist es wirklich etwas, wo wir unseren Kopf darüber anstrengen sollen, was jemand macht? Sollten wir jemanden darüber abwerten, was für eine Passion er hat?
und was er für andere tut. Denn es ist nichts anderes, als dass er etwas ganz, ganz Großartiges macht für die letzte Reise der Menschen durch ein Tor, was möglicherweise ist. Irgendwas ist wahrscheinlich nach dem Tod. Wir wissen es ja nicht. Und genau da ist es toll, diesen Menschen, die gerade jemanden verloren haben, eine Hoffnung zu geben. Und diese Hoffnung bringt dieser Film so gnadenlos rüber, so wunderschön, dass es sich jede Sekunde auf den Zuschauer überträgt. No Kan ist ein wunderschöner Film mit 130 Minuten ungefähr, unfassbar kurzweilig, toll gespielt, visuell astonishing, und das ist wirklich ein herrlicher, schöner, wunderbarer Film, den man sich unbedingt ansehen sollte. Eine wirkliche Empfehlung, guckt ihn euch echt an. No Kan kriegt von mir aufgrund dessen nichts anderes als 10 möglichen Punkten. Da bleibt für mich nichts anderes übrig. Wenn ein Film mich so lange bewegt und so lange in mir dieses Gefühl auslöst während des Guckens, aber auch noch danach, dann hat man auch keine andere Punktzahl als das verdient. Denn es ist, wie ich finde, etwas Wichtiges, wenn ein Film einen emotional berührt und mit sich reißt. Und das schaffen leider mittlerweile nur noch sehr wenige. Und da gehört No Kan auf jeden Fall zur Ausnahme. Ist ein unfassbarer Film. Guckt ihn euch unbedingt an. Der ist auf Amazon Prime schaubar. 10 Punkte. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen jetzt. Wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Kritik. Guckt bitte weiter Filme und Serien, wie ihr möchtet. Bis dahin, tschüss und haut rein.